Mit 6 Herzen. Ich bin so overpowered mit 6 Herzen. Das kann man gar nicht glauben. Ich lasse immer los vor Schreck, wenn der auf mich schießt, um auszuweichen, aber ich muss gar nicht loslassen. Fällt mir immer wieder ein. Na, nicht erwischt, schade. Ui, so viele auf einmal. Ui, so, und weg mit dir. Und dadurch. So, jetzt noch die 2 Herzen holen und dann geht's los. Achso, da muss ich noch die Würmer danach besiegen. Da war ja noch was. Ui. Und dann kriegen wir unseren 2. Kristall und dann fehlt nur noch einer und wir bekommen das super mega cool Ultraschwert. So, damit sind schon mal 2 weg. Einer. Und ich laufe direkt rein. Gut, nee, da mache ich den jetzt nicht. Da mache ich jetzt erst was anderes, was ich testen wollte. Weil es gab da noch den einen oder anderen Ort, wo ich noch hin wollte. Weg, weg. Alle weg. Du auch. Ich gehe mir aber vorher noch mal eine Fee holen. Weil das Spaß macht, sich Feen zu holen. Die überall lang Feen. Ja, Lufia kommt dann wohl morgen dran, ne? Im Dutzend billiger, wie ich immer sage. Weil ich wollte unbedingt Zelda mal ein bisschen voranbringen und euch nicht nur den 2. Dungeon zeigen, an dem wir schon so lange sitzen. So, erstmal wieder ein paar Feen fangen. Danke. Rein da. Und ihr kommt auch mit. So, und wir kürzen das Ganze nämlich jetzt einfach mal ab. Zack. Zack. War das wirklich hier? Ich glaube, es geht ja nicht anders. Hier müsste es... Jo. So, weg mit dir. Was? Ui, Fischi. Es gibt ja zu viele Möglichkeiten, und die ich ausprobieren könnte, zum Beispiel hier oben. Nee, doch nicht. Die kann ich nicht... Kann ich da ja nicht aufmachen. Hm, schade. Aber ich kann andere Sachen machen. Nämlich hier hinten reingehen. Und mal hoffen, dass ich den jetzt vielleicht verschieben kann. Nö, gut. Wäre zu schön, um wahr gewesen, um wahr zu sein. Schnief. Nie wollen die mir was Gutes tun. Könnte ich denn noch Steine hochheben? Mal so spontan gefragt. Hier. Okay. Hm, so machen die Gegner Spaß. So, schauen wir uns mal hier noch ein bisschen um. Ach, das ist der Garten. Was? Komm mal mit. Dann kriegst du hier so einen fetten Stein auf den Kopf. Hm, schade, so weit kommt er dann. Uhaha. Wie die... was zum... Nichts für ungut, Leute, aber wieso können die da durch? Wieso können die durch Wasser laufen? Wirklich, wieso können die das und ich nicht?
Außerdem findest du das unfair, dass warum diese Dinger sind, die einen sofort weg mit dir. Aber jetzt könnten wir noch mal in die Wüste, weil ich glaube, da gab es den Stein, den man hochheben konnte. Wenn ich überhaupt so weit komme. Sieht nämlich nicht so aus. Ich stelle mich heute auch wieder toll an, ehrlich gesagt. Aber es gibt da noch einen Ort, wo ich noch hin könnte. Und da will ich natürlich hin. Nachdem ich mir... Habt ihr gehört, wenn wir in die Wüste gehen, können wir nach oben auf die Sky Islands. Weil ich ja von sich das selbst rausgefunden habe, bevor ich den Typen angerempelt. Hülle. Ich habe eine Hülle gefunden. Gut, dass ich hingegangen bin. Können wir nämlich mal gucken, was dahinter ist. Endlich wissen wir gleich, was dahinter ist. Sesam, öffne dich. Blip. Was wird wohl hier drinnen sein? Ein neuer Herzcontainer? Wow. Haben wir. Wir sind gerade steinreich geworden, würde ich mal spontan sagen. Aber wirklich steinreich. Es gibt, glaube ich, noch ein paar Orte, wo wir noch hin können. Wir machen weiter eine Schatzsuche. Erstmal. Bis ich rausgefunden habe, wo wir noch ein paar Sachen holen können. Hier zum Beispiel können wir nichts. Vielleicht unten in der Höhle. Können wir vielleicht? Ne, können wir nicht. Gut. Die Bosse, die Gegner sind heute, den haut man nämlich einfach. Da war ja nichts weiter. Können wir jetzt zufällig auch das hochheben? Ne. Komisch, das können wir nicht hochheben. Alles andere fast. Das ist ein Fall fürs Galileo Mystery Team mal wieder. Da fällt mir ein. Ne, hier unten war nix. Gut zu wissen. So. Schauen wir doch mal kurz bei der Hexe vorbei. Kann ich zufällig meine Fee auch wieder freilassen? Jo, kann ich. Weil ich will hier nämlich das kaufen. Zum Glück nicht so wie das andere da. So, jetzt kann ich nämlich mal hier unten rumtesten. Ich kann ja jetzt hier alles aufheben. Komisch, nichts drin. Auch nichts drin, obwohl man hier so viel hochheben kann. Finde ich alles sehr mysteriös. Was du doofe Fledermaus. Zack. So. Nur mal so. Haha. Überraschungseffekt. Ich hau dich einfach um. So, hier war schon mal dann auch wieder nichts. Das war mal wieder nichts.